Ja, hallo, Freunde des Niederwilds. Wir sind wieder eure Krefelder. Wir haben uns wieder was Neues für euch einfallen lassen. Unsere Premium. Die Premium ist die erste Falle, die im Prinzip komplett fertig bei uns aus der Produktion rausgeht. Ihr braucht nichts mehr machen, ihr braucht keine Schraube mehr anziehen. Ihr müsst sie einfach nur noch ins Revier stellen und könnt sofort fangen. Für die Premium haben wir die Schiene, auf der die Falle montiert ist, verlängert, sodass wir die beiden Endrohre auch auf diese Schiene mitstellen können. Zudem haben wir zwei Spannhaken am Ende eingebaut, sodass wir die Falle fest dort drauf verzogen können. Zudem wird sie komplett hier gefertigt und wird hier geprüft und ist somit sofort einsatzbereit für euch im Revier. Maximale Flexibilität. Wir haben ganz kurze Aufstellzeiten. Ihr müsst eigentlich nur mit dem Trecker hinfahren, die Falle hinstellen und dann könnt ihr sie fängen stellen und auf geht's. Somit können wir, wenn die ersten Jungfüchse laufen und ihr welche seht, könnt ihr die Falle da hinstellen, könnt sie fängen stellen und wenn ein Standort zum Beispiel nicht gefangen habt, könnt ihr sie umstellen. Die Premium ist die Weiterentwicklung unserer Mobilen und verkörpert natürlich die drei Kernkompetenzen. Selektiv, also das heißt, Einzelfang ist immer möglich. Tierschutzkonform, das heißt, keine beweglichen Teile und kein Licht im Fangraum. Und drittens modern, das heißt, weiterentwickelt und transportabel, so dass wir sie überall ins Revier stellen können. Zum einen die mehrere Fallenstandorte testen wollen, um nachher zu sehen, welcher Fallenstandort eignet sich am besten für den Fang? Das geht natürlich hervorragend mit der Premium, weil man sie in kürzester Zeit umstellen kann. Und zum Zweiten für die Kunden, die weder Zeit oder vielleicht auch manchmal nicht die Lust haben, eine Falle selber aufzubauen oder zusammenzubauen. Damit haben wir die Komplettlösung. Die Falle geht hier zusammengebaut raus und kommt direkt bei euch ins Revier und wir arbeiten und ihr jagt.